Dieses kleine Walross ist ein ganz besonderes Tier. Es ist eine Sensation. Das erste und bisher einzige Walross, das in Deutschland geboren wurde. Am 15. Juni 2014 erblickte das Baby im Innengehege des Eismeers um 12.41 Uhr das Licht der Welt. Ein kleiner Bulle ist es geworden, der ist am 15.06. geboren hier bei uns im Tierpark am Tage, schön mittags, um die Mittagszeit. Und da sind wir alle im Moment sehr, sehr stolz drauf und können unser Glück noch gar nicht richtig fassen eigentlich. Tierpfleger Dirk Stutzki ist überglücklich. Ihm zeigt der jüngste Nachwuchs, dass sich die Tiere hier in der Hansestadt sehr wohl fühlen. Und für das Hamburger Traditionsunternehmen erfüllt sich ein ehrgeiziger Traum. Der Tierpark beherbergt die einzige Walross-Zuchtgruppe Deutschlands. Für Dirk Stutzki ist klar, das Tier ist ein echter Hamburger Jung. Walrosse tragen so 15 bis maximal 16 Monate. Und ja, es ist dann wahrscheinlich bei uns gezeugt worden. Der Odin ist ja erst im März zu uns gekommen, 2013. Bis Mitte, Ende April haben wir sogar noch Paarungsverhalten beobachtet hier. Von daher gehen wir eigentlich davon aus, dass das ein richtig waschechter Hamburger ist, der Kleine. Walrossgeburten im Zoo sind weltweit eine absolute Seltenheit. Deshalb gibt es sehr wenig Erfahrungen in der Aufzucht von Nachwuchs. Also in Deutschland ist es das erste Walross-Baby überhaupt, was geboren ist. Und in Europa gab es im Tierpark Harderwijk, da gab es noch zwei Geburten. Also es ist im Prinzip auch schon alles, man weiß relativ wenig. In Amerika gab es noch mal vereinzelt Geburten und in Moskau, eben da ist ja unsere Olivia geboren auch. Das ist aber sind alles nur Einzelschicksale, da kann man nicht irgendwie jetzt fundiertes Wissen daraus ableiten, aus so 3, 4 Geburten. Also man weiß relativ wenig, deswegen sind wir ja auch so vorsichtig. Um jedes Risiko für das Muttertier und den kleinen Bullen zu vermeiden, ließ der Tierpark Hagenbeck äußerste Vorsicht walten. Die erste Zeit verbrachten die beiden gemeinsam in der Ruhe des Innengeheges. Danach zogen sie für einige Tage in einen abgetrennten Bereich der Seebärenanlage. Dort hatte der Kleine Gelegenheit, die Geräusche und Gerüche der Umgebung aufzunehmen und ersten Kontakt mit den zukünftigen Mitbewohnern zu knüpfen. Dann war es endlich soweit. Die außerordentlich fürsorgliche Mama Dina führte ihren Nachwuchs zum ersten Mal ins große Becken. Und das kleine Walross hatte richtig Spaß.